Moin, Timo. Denk dran wegen Arbeitsschutz, dass du dich nochmal umziehst, ne? Dass du Arbeitskleidung anziehst, ne? Ist wichtig. Morgen. Vorbereitet wird sich ja im Sommer schon, ne? Und wenn du den anhast, dann weißt du, jetzt wird's ernst. Gute Schicht. 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 Das hier ist maximale Teamarbeit. Da macht jeder, was er am besten kann. Auf geht's, komm mal mit. Bei uns geht auch jeder an seine Grenzen. Der Jan zum Beispiel, der kann super Schleifen machen. Klasse Schleife, Jan. Hey, super so. Weiter, immer weiter, ne? Gas geben. Der Chef. Ja, jetzt kommt gleich bestimmt wieder so ein Spruch mit Geschwindigkeit. Das ist unsere Abteilung Geschwindigkeit. Da wird richtig Tempo gemacht. Na, ihr zwei? Ist das so, oder? Und außerdem sind wir ein ziemlich bunter Haufen, wie man sieht. Ja, lebe wie du bist, Chef. Hä? Ja. Und die Logistikabteilung, die haben wir sowieso ausgelagert. Das wäre hier alles viel zu stressig. Weihnachtszeit ist eine ganze Menge zu organisieren, wie wir sehen. Hier laufen alle Fäden zusammen, wir koordinieren das, auch sehr ruhig, sehr sachlich, wie man gerade mitbekommen hat. Wir haben alles im Griff, es läuft alles in die richtige Richtung. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, der Weg ist das Ziel, den 24. so gut wie möglich für alle sehr gut vorzubereiten. Und jetzt können wir gern nochmal in das Callcenter gehen, wo sie alles im Griff haben und genau beobachten, mit wie viel Engagement, die Jungs das wirklich umsetzen wollen, um die Pakete rechtzeitig an den Mann zu bringen. Ja, bitte, kleinen Moment. Steffen, ich habe hier eine Reklamation. Einer möchte seine Spitze zurückgeben. Das ist hier ganz aus der Nähe. Okay, also die Spitze ist okay, die können wir lassen. Da versuchst du einen anderen Tarn. Schick ihn noch eine zweite von uns. Alles klar. Ja, am besten zum Sommer. Jo, wir würden dann gerne eine zweite Spitze im Sommer zu euch auch noch schicken. Kevin McKenna here in Santa's Workshop in the Logistic Department. Can I please help you? Also wir sehen, wir sind auch international aufgestellt. Ich verstehe zwar kein Wort, aber irgendwas mit Storno. Guten Tag, was kann ich Ihnen Gutes tun? Ja, servus. Ja, muss eine Weihnachtsbestellung aufgeben. Ja, das können wir machen. Was hättest du denn gern? Trainingszentrum. Oh, puh, das ist eine schwierige Geschichte. Okay, kriegen wir hin. Also, geht nächste Woche raus. Servus, ciao. Vielleicht nächste Weihnacht oder übernächste Weihnacht. Ruf sie dann nochmal. Danke. Und das hier, das sind unsere Mini-Elfen. Für Nachwuchsförderung ist natürlich bestens gesorgt. Hier in der Weihnachtsfabrik. Und am Ende des Ganzen braucht man noch einen fürs Grobe. Kili, Mann, da könnte auch Glas drin sein. Hallo? Wahnsinn, ey. Und wie man sieht, wenn der Laden so läuft, wie er läuft, dann haben wir auch alle ein frohes Fest. Also, weitermachen, Gas geben. Ich mache jetzt erstmal Pause, ey.